Rotraud Hanke und Stefanie Riemenschneider. Wir sind hier in der Ballettschule Rotraud Hanke und haben gerade ein Stück gesehen. Und Frau Riemenschneider, Sie erklären uns jetzt, worum geht es hier eigentlich? Also wir werden nächste Woche Mittwoch das dritte Erlebniskonzert im großen Saal zeigen. Und dort werden zwei Sachen miteinander verquickt, nämlich ein Kontrabasskonzert, das aus drei Sätzen besteht, aber die drei Sätze sind Märchen. Und damit wir die Märchen nicht nur hören, sondern auch sehen können, werden wir sie vertanzen. Das heißt, die Ballettschüler von Rotraud Hanke werden uns diese Märchen zeigen. Frau Hanke, jetzt haben Sie eine ganz schön schwierige Aufgabe übernommen, weil ich habe gerade gesehen, da sind ja Kinder von ganz klein bis ja einigermaßen groß. Und ich denke, das ist ganz schön Stress, so etwas zu bewältigen. Ja, aber ich habe die gut im Griff und die sind auch alle diszipliniert, sodass das zwar immer anstrengend ist, für die Kinder genauso und für mich auch, aber macht halt Spaß. Macht Spaß, ja. Das hat man natürlich der ganzen Sache auch anmerken können. Jetzt ist das Ganze in der Reihe Klasse Klassik. Und erzählen Sie mal ein bisschen, was für Märchen werden uns denn da so erwarten? Es werden drei Klassiker im Grunde genommen zu hören und zu sehen sein. Der erste Satz ist das Märchen vom Zinnsoldaten. Das ist natürlich, kann man sich vorstellen, vielleicht schwierig zu tanzen, weil er hat nur ein Bein. Aber auch da haben wir Lösungen gefunden, wie man das zeigen kann. Das zweite Märchen ist ein Teil aus Dornröschen, wobei es ganz vertrackt ist, weil der Komponist eigentlich nur das Wachsen der Hecke vertont hat. Und so mussten wir beide jetzt Wege finden, oder auch Frau Hanke, um auch den Rest des Märchens noch ein bisschen damit anzufügen. Und der dritte Satz, da musst du mir helfen, der dritte Satz ist... Das war jetzt von das Rumpelstilzchen. Da geht es auch nochmal richtig zur Sache, da kann mich das Publikum auch mitmachen. Das hört sich ja alles richtig gut an. Und das Ganze steht unter der Überschrift Großvater erzählt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt mal zu der Hecke zurück. Also ich habe gerade gesehen, wie die Schüler und Schülerinnen oder Kinder die Hecke tanzen. Also ich denke, das war ein ganzes Stück Arbeit, denen das beizubringen, wie man ja aus einem Menschen eine Hecke macht. Oder aus vielen Menschen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, mit Spiegel zu arbeiten. Also dann immer leicht in den Spiegel gucken. Die nächste Probe ist dann andersrum, gegen den Spiegel, dann müssen wir miteinander, können wir dann noch mehr spielen. Aber ansonsten, glaube ich, machen wir es schon ganz gut, ne? Wenn die Hecke so größer wird. Die ganz schön. Also ich muss sagen, mein Eindruck war sehr gut und ich denke, dass ich das mit Sicherheit auch bei der Uraufführung dann oder bei der Aufführung dann entsprechend bemerkbar machen wird. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was Sie unbedingt loswerden möchten? Och, wir freuen uns einfach auf viele Leute, die Lust haben, noch Märchen zu hören und zu sehen. Und haben auch wirklich einen guten Schauspieler noch mit am Start, den Bernd Kuschmann, der mit sehr sonorer und großväterlicher Stimme noch das Ganze erklären wird. Also es ist wirklich was zum Sehen und Genießen, aber auch ein bisschen informativ und sogar auch ein bisschen was zum Lernen, weil man kriegt nämlich Einblick in das, wie ein Komponist denkt. Das heißt, der Bernd Kuschmann wird der Komponist sein und erklären, wie sowas ganz alles entsteht. Das ist ganz spannend. Also in anderen Worten, es sind noch Karten erhältlich und Sie würden sich freuen, wenn das Haus so richtig knackig voll wird. Das wäre super. Ja, erstens war es viel Arbeit und zweitens ist es wirklich schön. Genau. Und jetzt das nächste, was wir gleich proben, das ist der standhafte Zinnsoldat, der mit einem Bein eben anfangen muss. Ne? Und das ist ganz goldig geworden. Ganz, ist ganz sehr schön. Dann würde ich sagen, ich freue mich auf die Aufführung und wünsche Ihnen jetzt noch eine angenehme weitere Probe. Dankeschön. Danke.